Hallo, willkommen bei The Nosy Rosy. Hier ist die Jen. Ja, hallo, mal wieder. Ihr wundert euch wahrscheinlich gerade, wo ich hier sitze. Das sieht ordentlich hinter mir aus. Ich bin gerade in der Uni, in meinem Arbeitsraum. Also in dem Arbeitsraum von mehreren Leuten. Ja, und hier ist es etwas unordentlich. Aber also wir haben hier quasi, hat jeder Architekturstudent hier in der Uni recht auf dem Arbeitsplatz, wo man so zeichnen kann und Modelle bauen kann und so. Und das ist jetzt hier mein Platz. Also hier arbeiten wir immer und da sitzen überall Leute. Da kann man sich ein bisschen ausruhen. Hier lebt irgendwie mehr rum. Und ja, hier sitzen überall Leute und ich bin aber gerade alleine. Ja, das nicht toll. Kreatives Chaos, würde ich mal sagen, nennt man das. Ja. Gut, kommen wir mal zum Wochenthema. So. Wochenthema ist Lesben im Alter. Wie sieht das aus, wenn man schwul, lesbisch ist und wenn man alt hat? Gibt es da Unterschiede zu Heterosexuellen oder ist das, gibt es da keinen Unterschied? Oder ja, was ist da anders dran? Ich denke, es ist unterschiedlich von Person zu Person. Weil, ich glaube, dass Lesben, die jetzt schon älter sind, es sicherlich auch noch ein bisschen schwieriger haben, weil meistens ja ältere Menschen, die ja auch aus einer anderen Generation noch kommen, noch ein bisschen konservativer sind und ähnlich mit Lesben und Schwulen klarkommen. Und wenn man dann selbst im gleichen Alter ist, aber lesbisch ist, dann ist das sicherlich nicht so einfach. Und ich glaube aber, dass es dann, wenn wir älter sind, beziehungsweise ich werde ja auf jeden Fall früher schon in das Alter kommen als ihr alle, ich bin ein bisschen älter als ihr, ne? dass da schon anders ist. Und die nach uns kommen, da wird es noch anders sein. Also bei uns ist es ja schon besser. Ja. Und deswegen wird das sicherlich auch mehr angenommen, wenn wir dann älter sind. Glaube ich. Und vielleicht wird es das dann, ja, ich weiß nicht. Es gibt jetzt schon Einrichtungen für Schwule und Lesben im Alter. Ich glaube, in Köln gibt es sogar ein ganzes Altersheim für ältere Schwule und Lesben. Und es gibt auch verschiedene Gruppen. In Hamburg zum Beispiel, da gibt es ja den Lesbenverein Intervention und die haben auch Gruppen für U50. Lesben und Informierende auch und so, und es gibt da ständig auch Veranstaltungen oder Informationsveranstaltungen auch allgemein, und ja, also da wird sich schon gekümmert. Und die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, wird es denn solche Sachen dann auch noch geben, wenn wir älter sind oder noch später? Weil dann, wenn es wiederum kein Problem ist, ist es vielleicht nicht notwendig, dass es für uns extra Sachen gibt, obwohl wir jetzt auch unsere eigenen Partys und sowas haben und Cafés, von daher denke ich mal, dass es dann auch vielleicht weiterhin geben wird. Extra Gruppen und sowas alles. Weil auch wenn man alt ist, will man ja vielleicht trotzdem nochmal eine Frau kennenlernen, wenn man vielleicht Single ist oder die Frau gestorben ist oder so, wenn man ja vielleicht jemanden Neues kennenlernen. Und da ist es ja dann schon ganz gut, wenn es solche Gruppen gibt. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal überlege, wie es mir dann so gehen wird. Also, ich gehe ja auch heute gerne auf Lesbenpartys oder in lesbische Cafés und so. Und von daher denke ich auch, dass ich dann, wenn es ein Angebot geben wird, das auch nutzen werde, wenn ich älter bin. Und wo wir gerade beim Thema sind, wird es mir da gehen, habe ich mich mal gefragt, wie werde ich da wohl aussehen? Und da gibt es nämlich im Internet eine tolle Seite, da kann man ein Foto von sich hochladen. Und das wird dann automatisch gealtert, das Bild, also das Gesicht quasi. Und ja, ich zeige euch das jetzt mal, ich arbeite das mal rein. Also das Foto habe ich gerade eben von mir gemacht, ist dann hochgeladen und wenn ich alt bin, werde ich so aussehen. Heiß, oder? Ja, also schön voller Falten und oh Gott, ja, tut mir auch leid, ich habe hier übrigens
Ich bin ganz verschmiert. Kein schwarzes Licht an. Ich bin ja, wie gesagt, in der Uni und wir hatten eben eine Präsentation für einen kleinen Wettbewerb und das lief alles ganz gut. Ich bin mal gespannt. Die Jury-Leute sitzen jetzt gerade alle unten und diskutieren und ich hoffe, mal morgen bekommen wir die Ergebnisse. Ja. Duni schreibt mir gerade. Ich guck mal, was sie geschrieben hat. Jenny, hallo. Hallo, Duni. Ich drehe gerade ein Video. Ja, also das war schon von mir. Ich habe leider gar nicht so viel Zeit. Ihr seht ja, ich bin in der Uni. Um es nochmal zu sagen, muss auch gleich wieder los. Und ja, das war mein Statement zu Lesben im Alter. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann, die Jen. Ach ja, bevor ich es vergesse. Ich wollte noch auflösen, warum es die Jen Lee Show heißt. Übrigens, die Jen Lee Show wird es öfter geben. Ich denke mal meistens dann, wenn eine themenfreie Woche ist. Und dann werde ich euch mit ein paar neuen News versorgen. Und das wird dann die Jen Lee Show sein. Und die kommt nicht daher, dass ich Bruce Lee Fan bin. Das kommt auch nicht daher, dass die Jen Juli Show war. Und dann kommt die Jen Show und die September Show, obwohl ich das einen sehr geilen Grund fand. Nein, das kommt von meinem zweiten Vornamen, der nämlich, den ich euch noch nicht verrate. Es kommt von meinem zweiten Vornamen und ihr dürft jetzt raten, was mein zweiter Vorname ist. Er fängt mit Lee an. Bis dann!